Eine Heizung verbraucht im Durchschnitt 3/4 der Energie im Haushalt. Das kann teuer kommen. Achten Sie daher bei der Wahl Ihrer Heizung auf Ihre Energieeffizienz. Auch die Modernisierung bestehender Anlagen kann zu erheblichen Einsparungen führen. Um die effektivste Heizvariante für das Eigenheim zu finden, empfiehlt es sich, einen Energieberater zu Rate zu ziehen. Energieberaterinnen und Energieberater haben die Aufgabe, Firmen unabhängig Ratschläge zu erteilen, wie Energie eingespart werden kann. Die Energieberatung ist in den meisten Bundesländern kostenlos, zumindest die Erstberatung, die 1 bis 2 Stunden dauert. Bei der Altersanierung ist es ganz wichtig, einmal ein Gesamtkonzept zu erstellen. Dazu kommen wir Energieberater vor Ort und schauen uns dieses Gebäude einmal an. Eine wichtige Maßnahme wäre zum Beispiel einmal die obere Geschossdecke zu dämmen. Die obere Geschossdecke ist mit einer sehr, sehr guten Kosten-Nutzen-Rechnung zu realisieren. Eine weitere Maßnahme wäre, die Außenfassade zu dämmen und Fenster zu tauschen. Diese Maßnahme macht aber nur Sinn, wenn sie im Paket betrachtet wird. Zuerst Fenster zu tauschen und an die Position der alten Fenster zu setzen, macht keinen Sinn, weil man nachher bei Aufbringen des Vollwärmeschutzes massive Probleme hat. Nämlich, weil man zu tiefe Leibungen bekommt. Das macht es unmöglich, genügend dicke Dämmstärken aufbringen zu können. Auch bei der Heizungsanlage gibt es ganz große Potenziale auszuschöpfen. Nämlich dann, wenn das Gebäude thermisch saniert ist, dann ist der Heizkessel auf alle Fälle zu groß. Die Heizleistung des Kessels ist überdimensioniert. Und da gibt es sehr große Einsparpotenziale. Das heißt, zumindest muss die Heizungsanlage auf den neuen Heizwärmebedarf angepasst werden. In den meisten Fällen ist es aber so, dass der Heizkessel auch schon in die Jahre gekommen ist und man sollte andenken, auch den Heizkessel nach der Sanierung des Gebäudes zu tauschen. Es ist auch empfehlenswert, auch wenn der Kessel nicht gleich getauscht wird, kleinere Dinge gleich in Angriff zu nehmen, zum Beispiel die Dämmung der Heizungsrohre. Auch da kann relativ viel Geld mit ganz einfachen Eingriffen gespart werden. Für die Wahl des Heizsystems sind die Gesamtkosten entscheidend, also Investition und Brennstoff, Erwartungen an die Preisentwicklung des Brennstoffes in der Zukunft, Umweltaspekte und die Bedienung und Wartung. Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater.